Hallo und herzlich willkommen hier zum Graveyard Keeper. Ja, nö, der Lego ist ja nochmal da mit dem Spiel. Warum denn das? Ja, werdet ihr gleich sehen natürlich, ne? Ja, im Grunde habe ich ja gesagt, wir sind fertig. Ich habe eigentlich das Let's Play beendet. Es kann jetzt aber sein, dass wir jetzt nochmal ein kleines Revival kriegen, je nachdem, wie es jetzt ausfällt. Ich weiß eigentlich nicht, was passiert, wenn ich jetzt da dann mal weitermache. Gut, inzwischen hat sich ein bisschen was verändert, weil ich jetzt ja noch dabei bin, hier die Achievements durchzumachen hier. So, ich habe da wieder Blut, das muss ich modifizieren weiter. Ich bin jetzt eigentlich gerade auch dabei, meine Zombies abzuwerten hier. Da tausche ich die Organe aus. Die sind meistens alle auch schon durch die Kur mit den Einbalsamierungsflüssigkeiten gegangen. Gut, wo momentan ist. Na gut, ich probiere gerade die, wo Wein und Bier hochmachen, weil ich die Achievements da mit den guten Rattenrennen, mit dem guten Tanzding da haben will. Sing-Sang oder was es war. Und eben, ja, ihr wisst es halt, ja. Habe ich ja vorgelesen, welche Achievements noch fehlen. Ja, inzwischen habe ich hier nochmal mehr begraben. Wir sind jetzt bei 337 der Qualität. So, mir ist aufgefallen, aber auch nur durch Zufall, wenn ich jetzt hier in Tode Pferd gehe und jetzt hier noch einmal zum Beispiel mit ihm hier rede, dann ist hier wegen den Friedhofswärtern. Verrate, ich möchte mehr über die früheren Friedhofswärter erfahren. Ja nun, der erste Wärter erschien vor mehr als 200 Jahren. Er war jung, romantisch, ein Träumer und ein unglaublicher Faulpelz. Aha, da ist der rote Mann mit dem roten Auge. Er verbrachte ganze Tage damit, Gedichte zu schreiben, Bilder zu malen und seine Maultrommel zu spielen. Aha. Okay. Manchmal mussten die Dorfbewohner ihre Toten selbst begraben. Mhm. Das ist alles, was ich über ihn von ihm gelesen habe. Ja, Moment, was heißt wissen schon, oder? Weil er war doch ewig da. Ja, mit dem konnte man überhaupt nie was machen, mit dem Captain hier, warum auch immer nicht. Da wäre es das. Mit der Frau kann man nicht reden, okay. Der auch nicht. So, Anmut. Aber nix. So, die ist auch nicht. Kette. Nein, tue ich nicht. Sie kann ich auch wegen den Friedhofswärtern befragen. Kette, weißt du etwas über meine Vorgänger? Wahrscheinlich kann ich alle, die bei der Unterzeichnung dabei war, fragen. Die anderen Wärter? Oh ja, der zweite Wärter war einfach furchtbar. Ich kann mich noch immer an sein scheußiges Gesicht, sein kratziges Flüstern, sein fieses Lachen erinnern. Fieses Lachen? Ich verschone euch jetzt besser. Manche haben ihn sogar dabei beobachtet, wie er Leichen aß. Na gut, habt ihr vielleicht auch schon, ne? Also hier Fleisch von mir bekommen. Wir hatten alle Angst vor ihm. Wir hassten ihn und er hasste uns. Und als sein Dienst vor 100 Jahren endlich endete, war ich so... Oh, hahaha, ich bin natürlich nicht so all. Das habe ich nur irgendwo gehört. Ja, ja, sagt nur so, ihr wart alle. Ihr habt alle die Unsterblichkeit. Also von daher, das Geheimnis braucht ihr mir nicht aufbinden wollen. Ihr seid alle... alle ziemlich alt. Also ihr wart dabei. Das könnt ihr mir nicht aufbinden, den Bären. Nee, den nehme ich nicht an. So, der Töpfer dürfte nicht dabei gewesen sein. Aha, ja. Nee, der war nicht dabei. Retzwold war aber wahrscheinlich dabei. Die Kratzbürste. Servus. Ja, wegen den Friedhofswärtern. Retzwold, hast du kurz Zeit, mir etwas mit den anderen Wärter zu erzählen? Natürlich nicht, aber wenn ich dich nur so loswerde. Der letzte Wärter war ein anständiger Typ.
Nicht so einer wie du. Ja, ja, komm jetzt schon. Ja, da sieht aus wie der Nikolaus, der Weihnachtsmann. Ich habe in der Stadt Allgäu gekauft und wir haben dann zusammen gesoffen. Doch hier Gary. Hintergrund. Wenn er betrunken war, hat er die beklopptesten Sachen angestellt. Das war ein Spaß. Ja, mach ich doch auch. Was willst du denn? Er hat immer irgendwelche alten Geschichten über quasselnde Schädel und andere Welten erzählt. Ha, könnte ich dir auch erzählen, aber will dir keiner mehr hören. Ja, der. Boah, ich hab mal gehabt. Der Witz ist halt, ne? Ich kann immer noch, okay? Ja, aber das hat er doch gerade. Okay, er hat so, das ist damals das Gleiche. Ja, abbrechen kann ich es nicht, okay. Er ist gedacht, ja, gut. Lalalalalalalala. Ja, für mich hast du nie einen Alkohol gekauft und hast mit mir einen getrunken, ne? Ja. Na, ja, so kommt's. Na, ja, der kennt mich gar nicht richtig, der Gretzwold. Und alle haben das Geheimnis so lange geheim gehalten, dass sie eigentlich alles wissen, ne? Dass sie eigentlich alles wissen. Aber wir haben ja alles rausgefunden. So, wer war noch dabei? Ja gut, der... Warte, war der Astrologe dabei? Das weiß ich gerade gar nicht. So, ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Also, Sträucher. Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich aus welchem Grund, wenn wir hier Marmorfiguren brauchen, dann brauchen wir wieder Meißel und ja, ich könnte die, glaube ich, bei ihm sogar kaufen, aber das müssen wir ja nicht. Das können wir auch selber herstellen, das Zeug. So, wir waren noch dabei. Der Imker, glaube ich, nicht. Nee. So, sie auch nicht, oder? Rosa? Nö. Er? Ach, der labert nur wegen so einem Scheiß hier. Das geht nicht irgendwie. Mit dem kommen wir nicht weiter. Also wenn der irgendwie noch eine Quest hält, dann hängt die. Aber ja, gut, dann ist das halt so. Bei dem auch nicht beim Dress. Bei ihm? Auch nicht. Ah, warte mal. Er war, glaube ich, dabei. Der guckt cool, oder? Nee, auch nicht. Hm. Okay. Der Roma-Baron war nicht dabei, das glaube ich nicht. Nee. Ich meine, der Fischer am Leuchtturm wahrscheinlich auch nicht. So, Holzstückli. Ich meine, das eine, was ich erzählt habe, dass wir es nicht machen können mehr. Es war halt, dass wir eben der komischen Beatrice hier nicht geholfen haben, ne? Dann hätte ich auch einen anderen Burger gekriegt, wie jetzt den mit der Energie, glaube ich. Das war, glaube ich, da die Entscheidung. Ja, Ding Dong Bing Bong. Mit dem auch nicht, obwohl er war dabei, aber kann es doch nicht jeder was erzählen. Ja, aber kann man eigentlich hier die Ruine nicht reparieren und die Brücke und so weiter? Hier kann ich einen Pilz ausgraben, ja toll. Das wäre das Geheimnis der Lösung, oder? Wenn man das hier alles wiederherstellen könnte. Da wäre der Fluch irgendwann noch gebrochen, oder? Ich meine, im Prinzip haben die Bewohner selber den Fluch hier vom Zaun gebrochen. Die haben es einfach verbrochen, das ganze Thema. Sonst wäre es gar nicht so passiert. Ne? Hätten sie auch keine Friedhofswärter gebraucht und ja. Aber so ist es halt, ne? Na, warte mal. Der Pussy hier. Wenn ich heute ein paar Eier kaufen. Ist auch nie viel Geld jetzt im Moment, okay. So, die mit ihrer Kuh ist, glaube ich, schon. Nee, ist zu spät, ja. Bei der hätte ich nicht Milch kaufen können noch. Bin auch dabei, die Kochrezepte alle zu machen hier, so nach und nach. So, beim Bauern dürfte eigentlich auch nichts mehr gehen. Der Sohnemann ist schon im Bettle. Der war eh nicht dabei. Bei ihm geht nichts. Der Milli. Der ist auch schon im Bett. 80 bei Müller, das kann man nie kriegen, oder? Ich wüsste nicht wie. Ja, wenn er nicht da ist, kann man auch die Mühle benutzen. Okay, das ist auch ein bisschen bescheuert eigentlich, aber gut, wir brauchen sie ja nicht. Weiß nicht, ob das irgendwie Vor-Dings hat oder so, wenn man die Mühle benutzt.
Aber der Inquisitor, war der eigentlich dabei? Das weiß ich gar nicht. Ja gut, jetzt können wir eh nichts mehr machen, weil die alle schon schnarchen. So. Gleich ist ein bisschen runtergetickert wieder. Ich meine, das Porträt, da kennt er jetzt eigentlich schon zu Genüge, das, was ich da mal veranstalte, ne? Mit dem Prinzip könnten wir die Leiche natürlich auch wegschmeißen, ne? Ich halte jetzt einmal auf Halde hier im Moment. Also was heißt wegschmeißen? Ja, man kann sie in den Fluss werfen, man kann sie ja auch verbrennen, ne? Da verbringst du lieber, da kriegst du wirklich noch was raus, war. Aber das war wieder nichts, was da kam, da kann ich noch nicht mal, oder ich doch, das Blut kann ich ein bisschen modifizieren. Ist nicht für den einen Zombie, der um der Pitsche liegt. Man kann die jederzeit bearbeiten, auch wenn die schon wiederbelebt sind. Das finde ich eigentlich super, dass das funktioniert. Ja, ich kann das Blut nicht ganz aufwerten. Eine Scherbe fehlt wieder, das heißt doch. Ja, hier haben wir noch Scherben drin. Ich schmeiße nämlich jetzt immer die Seelen hier rein, weil die anderen Schränke voll sind mit Organen. So, jetzt müsste es eigentlich klappen hier. Ja, ich glaube aber, ah nee, doch nicht. Ja, stimmt, wir hatten noch eine übrig. Schade. Was fehlt denn dem noch? Die Haut fehlt dann auch noch. Ja, das sind auch nochmal 9. Um die 12 Scherben, glaube ich, wo ich brauche. Gut, ja. Der nächste Tag beginnt sofort. Das bedeutet, der Händler müsste gleich an seinem Platz sein. Was mache ich denn hier eigentlich für einen Quatsch? Dann beamen wir uns jetzt mal. Und hier habe ich schon mal Essen vorbereitet. Das brauchen wir anscheinend für das Fest, damit wir ein perfektes Fest kriegen. Habe ich nicht gewusst, weil mit Essen, da war es ja meistens irgendwie komisch. Das würde nicht verbrauchen. So, zack. Ja, der müsste auch bei dem Ganzen dabei gewesen sein, oder? Nee. Warte mal, dann müsste noch der Episkop, müsste doch auch dabei gewesen sein. Gary kann uns ja eh nichts erzählen über das Ganze. Und der Geist, der in unserem Butler da bei der Inn drin ist, der kann uns auch nichts erzählen. Der, ja, bei dem habe ich, das ist praktisch in der Küche da unten drin, in unserem Inn. Dass das über den Fließband dann zu ihm in die Hand geht. Ich meine, ja gut, das kann man so oder so sehen, ob es gut ist. Ja. So, okay. Ja, man muss es halt dann sofort wieder aus beim rausnehmen. Ich weiß gar nicht, wo ich Zielringe bauen kann. Ich habe die jetzt, gefährlichen Ofen oder Profi-Ofen. Ja, und das, ich habe nur den Ofen hier, der in der Innen, der kann keine Zielringe herstellen. Das habe ich schon versucht. So, hier mache ich gerade Brote für Hamburger, aber ich hätte gar nicht so viele Brote gebraucht. Da habe ich wieder überreagiert. So, Burger kann man nicht denn hier zusammen basteln. So wie ich es rausgefunden habe, ist das auch alles so, dass das perfekte Qualität haben muss. Warte mal. I see. Das war jetzt eigentlich blöd, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Die Küche hinten drin im Inn ist viel besser, weil da kann ich mehr auf einmal kreieren. Das war jetzt blöd. Ja, das heißt blöd, das war jetzt nur halt umständlich. Hoher Aufschnitt, ja gut, da habe ich jetzt nochmal Fleisch, das habe ich nicht drüben gebraten. Ja, und der Ofen im anderen Inn, der nimmt leider nur Brennholz an zum Beispiel oder halt Holzsachen zum Verbrennen. Was nicht das Problem ist, ich kann nicht einfach bauen, ne? So, dann habe ich gedacht, dass wir noch das Lotto gucken. Aber es war jetzt nicht mehr speziell. Ich hatte halt irgendwie gehofft, dass vielleicht irgendwie die Quest nochmal irgendwie weitergehen. Aber so wissen wir jetzt nicht, ob wir überall wirklich fertig sind, ne? Weil bei Müller zum Beispiel geht ja noch mehr, aber... Lotto, kann das den früheren Wärter? Lass mich mal nachdenken, Süßer. Ich erinnere mich an einen. Ich glaube, er war der Dritte. Er war so adrett, so galant und so schlau. Und diese Brille. Ach, herrje.
Er hat mir die besten Heilmittel für Ischias und Bluthochdruck gegeben. Aha. Ein wahrer Wissenschaftler. Und im Gegenzug habe ich ihm beigebracht, wie man die Toten wiederbelebt. Ah ja, du warst es also. Dann gab es Zombies. Okay. Danke. Ja gut, das kann man nochmal bei ihr fragen, aber es bringt ja nichts. Da erzählt sie wieder nur das Gleiche. Hey, wer könnte noch was wissen? Also, Episkop und der Inquisitor, denke ich mal. Gary wird nichts wissen, oder? Den haben wir schon versucht zu befragen. Nee. Ja, bis später, wie immer. Warte mal, haben wir eine Leiche gekriegt? Nee. Man weiß es ja nie. So, beim Flüchtlingsdorf, das gehört eigentlich nicht so zum Hauptspiel dazu. Aha, schau an. Ich hab mir's geahnt, wenn ich was anders, woanders hingehen will, kommt der Esel. Ah. Wo ist hier eigentlich die Glocke, was das hier mal bimmelt? Hab ja keine Glocke gesehen. Ja, gut. Also so wirklich mit besseren Leichen auf dem Friedhof bestattet oder so, oder ich weiß nicht, ob da ein Durchschnitt zählt. Die werden hier nicht irgendwie besser, dass die Organe besser aussehen. Also zumindest meine ich, dass das nicht so ist. Vier Scherben. Nee. Aber es langt. Es langt, dass wir das Blut fertig kriegen. Das Fett kann man schon mal anfangen. Oder nee, das Fett war es nicht, es war die Haut. Ja, beim Fleisch habe ich eh reduziert, weil ich das jetzt versteckt brauche. So, dann fangen wir mal die Haut an. Aber die wird das mal neutral mit dem Schädel, mit dem Weißen. Mein früher hätte er das ja nicht machen können ohne Better Souls Upgrade hier. Oder DLC. Da hätte er nehmen müssen, was er kriegt. Und halt nur mit dem Einbalsamieren hätte er das halt verbessern können, ne? Ach, die Haut ist auch schon ganz gut. Einmal fehlt da jetzt noch was. So, warte mal. Ja, keine Scherben mehr, aber die eine Seele. Kommt weg. Die kommt weg. So, die brauche ich nämlich nicht. Sorry, wenn der Hals schon wieder spinnt, aber ja. Ja, in letzter Zeit ziemlich oft, aber was will ich machen, ne? Es wird einfach nicht anders, doch. So, jetzt lass mich überlegen. Irgendwie habe ich den Eindruck, wenn ich die Haut reinpacke, dass es kein 620er werden wird hier. Da bei ihm schaffe ich es nicht. Wenn nicht, wird es halt ein Träger. Die müssen nicht unbedingt so schnell sein. Und man könnte ihn, ja, man könnte ihn bestatten, ne? Man könnte auch einen komplett neuen zusammenbauen, damit wir das Problem dann umgangen. Das ist schon wieder Nacht. Gut, das bringt mir nichts. Warte mal, der Schlange, der geht doch immer relativ früh zu seinem Blatt. Aber ich glaube, der ist auch nicht dabei gewesen, da hier bei der Unterzeichnung und so weiter. Kann es euch halt nicht eindeutig sagen. Und hier fehlt immer wieder ein Stock. Also das ist gerade für die Anzahl. Aber mal kurz versucht mich auszuräuspern hier. Dass die Stimme mal ein bisschen klarer wieder wird. So. Ah. Schön, mein Schnappes ist fertig, Mann. Den tue ich jetzt erstmal hier legen und ich will erstmal hier Zeug sammeln. Ne? Wir hatten am Anfang so viel. Und dann, wie die Taverne immer besser wurde, war das plupp und alles weg. So, aber ein Schnaps, ich weiß gar nicht, da brauchen wir ungefähr 80 oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Angaben richtig sind. Steam Forum.
So, der Schlange müsste jetzt schon lange in seinem Platz stehen, oder? Na, es könnte noch sein, dass er auch noch nicht. Doch, ja, ja, der geht schon bei Mitternacht hierher. So, das geht alles nicht mehr, Ritual und das auch nicht, das haben wir alles. Warum das noch da ansteht, weiß ich sowieso nicht. Okay, also er hatte auch nichts mit dem Ganzen zu tun. Dann kann es wirklich nur noch der Inquisitor sein und Ebisco, ne? Die zwei Brüder. So, warte mal. Zack, bums. Zack, bums. Soll mir irgendjemand beichten? Nö. Keiner will beichten, alles Sünder. Okay. Überleg. Ja gut, da müssen wir jetzt warten. Ne? Wir können leider keinen Tag überspringen. Das geht nicht. Trotzdem möchte ich nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie ich bei ihm 80 bekommen soll. Daher denkt man, da müsste noch irgendeine Quest weitergehen. Ne? Aber scheint nicht so der Fall. Ja, ich weiß nicht, wenn ich die Mühle benutze, ob das dann passiert. Ob das. Mal, kann ich denn. Wenn ich jetzt hierher gehe. Warum geht das nicht? Hä? Ach, ich bin Depp, ich hab's gerade verkauft. Dann kaufen wir's halt zurück. Ich weiß, das ist doof, aber ja. Aber das ist nicht in der Tasche. Bla bla bla. So, wenn jetzt die Mühle. Ja, dann kriege ich nur Mehl raus. Aber dass es bei ihm besser wird, ist nicht der Fall. Ne? Ja. Ja gut, der Sohnemann vom Bauer, der war auch nicht dabei. Das kann nicht sein. Ja, ja, bla bla. Gehen. So. Und wie gesagt, die Dorfbewohner oben im, also was heißt Dorfbewohner, die Flüchtlinge, die können nichts wissen, weil das ist wirklich erst beim DLC dazu gekommen. Brauche ich eigentlich gar nicht nachfragen, würde ich jetzt mal behaupten. So, ja, also ich habe wirklich jetzt viel zu viel Bodenauftrag gegeben. Es dauert ewig, bis das fertig ist. Deswegen ist mein Ofen hier sollte ewig lang blockiert. So, wo steht denn eigentlich da der Stier dran? Stimmt, da habe ich Brennholz gesägt. Dann mal wieder hinlegen, damit er hier wieder hier Eisenerz rausbaut. Und endlich, danke. Ja, jetzt habe ich mich eingesperrt. So. Gut, inzwischen habe ich auch dem Eindreher gesagt, er darf keinen Marmor mitnehmen hier, weil sonst ist es gestört, dass er hier Eisen darauf legt. Wobei, er kann, glaube ich, auf den Stockpile da hinten beim Steinwerk zugreifen. Von daher ist der Träger eigentlich gar nicht so wichtig, weil das ist über das Mod geregelt, den ich da installiert habe, zum Beispiel. Ne? Der ist halt richtig voll, der Mod. Hm. Ja, wenn er reinkommt, kriegt man Brot. So, der Schnaps ist auch fertig. Ich habe mir da inzwischen mal so einen Wein gekauft, ja, aber ich kriege ja da nicht viel in der Inn. Ich meine, ich habe ja genug Geld, also von daher habe ich gesagt, ja, da kann ich ja ein bisschen einkaufen. Ne? Okay. Und 20. Er ist schon der 65er, ja. Der mit dem Wein, der macht dann auch besseren Wein hier. Ja. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Bier.
keine Leiche da, gut. Aber jetzt müssten wir ja eigentlich eh wieder... Das ist die, wo ich noch fertig machen will. Die ist, ja, die ist gekommen. Aber erstmal grob drüber gucken über das Ganze, ne? Ein gut Blut und so, Fett und so weiter. Kann man eigentlich immer rausnehmen, ne? Das, aber Organe, manche lasse ich sogar drin, die halt eine blöde Wertung haben. Man halt auch irgendwann erstmal lernt, diese Sache. Gut, den Schädel habe ich neuerdings auch immer wieder rausgenommen. Warum auch immer. Fleisch, Fleisch brauche ich sowieso. Knochen, ja, meinetwegen. Ich habe eben gedacht, ich mache da jetzt einen ganzen Stack voll mit Knochen oder so und. Ja. Ansonsten, das ist noch interessant, dadurch der Darm total neutral. Wenn so neutrale Sachen, also was heißt neutral, der hat plusweise Schädel, dann ist es für mich eigentlich schon neutral auf jeden Fall. Das Herz, naja, gut, es ist okay. Es hat halt negativ, aber die negativen brauchen wir sowieso. Das wird wir kein 26 zusammenbauen können hier, weil dann können wir mit unseren Tinkturen da, wo wir in die Leichen reinpumpen, auch nichts anfangen. So. Aber der kommt weg. Und immer wenn ich hier stehe, bekomme ich komischerweise meinen Schnaps da in die Hand gedrückt. Auch witzig. So, ihr seht, die Leichenteile sind voll. Der ist auch voll. Das ist halt bis jetzt hinderlich. Weg. Das weg, das weg. Das weg. Schädel weg. Na gut, mehr geht eh nicht in die Kiste, deswegen wird da auch nichts weggehen. So. Ja, ich habe es schon ein bisschen ausgelagert hier. Der brennt ja noch. Der Buddy brennt ja noch. Ah, jetzt habe ich es mal in die Hand bekommen. Genau, siehst du. Also hier ist irgendwie eine besondere Stelle, da kriegt man alles in die Hand geschmissen, wenn man da steht. Schon irgendwie witzig. So, warte mal, der Tag geht. Das ist gut. Ja, ich habe genau das von da oben runter geklickt. Der Witz bei der ganzen Sache. So, warte mal, können wir ganz kurz in unser Schädeldings da rein? Ja, da kriege ich jetzt momentan auch kein Geld, weil ich eben keine Waren liefer, die verkauft werden können. Ne? So, hier ist ja die Küche. Ich meine, es gibt hier das Zubereitungsbrett, hier geht nicht, also das ist dann hier eigentlich. Und hier bräuchte ich jetzt gebratenes Fleisch 20 Stück. Mal Gebäckteig machen, Sandwich. Ich habe es eh ein bisschen verkackt. Eigentlich können wir mal Sandwiches machen. Das zählt nämlich auch zum... Ja, und jetzt habe ich Chefkoch. Drei verschiedene Mahlzeiten. Perfekt, dann brauche ich mich da schon immer drum kümmern. Ich habe jetzt nämlich gedacht, ja, wie viele Gerichte gibt es überhaupt? Ich habe eigentlich mit Fischgerichten noch gar nicht groß angefangen. Da hätte ich schon gedacht, ja, Bärensaft, dann können wir noch Wackelpudding machen oder so einen Bärenkuchen. Aber ich meine, den Bärenkuchen haben wir schon gemacht hier. Mal irgendwann. Zusammen sogar. Vor Aufschnitt. Kommt da mehr Aufschnitt raus? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, die Küche ist vom Ding her besser. Das Fleisch kann ich auch ruhig so ziemlich verbrauchen. So, und hier, wie gesagt, das ist zwar ein Profi-Ofen, aber irgendwie finde ich hier die Zwiebelringe nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Keine Ahnung. Und der nimmt, wie gesagt, eine Stöckle oder Brennholz an.
Also ich kann hier keine Zwiebelringe bauen, das ist eigentlich doof. Aber angeblich, ja, das kann auch, wie gesagt, die Information falsch sein, dass wir Zwiebelringe gar nicht brauchen. Sicher bin ich mir bei der Sache natürlich noch nicht. Aber ja gut. So. Das gebratene Fleisch, das geht auch vollkommen automatisch. Und hier haben wir das Laufband. Hier ist immerhin sein Inventar direkt, weil es ist ja durchreichig, ja. Dann sage ich, zeige ich mir dein Zeug. Habe ich hier ein gebratenes Fleisch rumfahren, okay. Habe ich das da nicht abgeholt? Ich weiß es gar nicht, aber nee, dann hätte er es ja verkauft. Da habe ich auch mal Zeug zusammenbastelt und ja gut, das hat er aber auch nicht verkauft, ja. Das will scheinbar keiner. Aber da in der Küche, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da kriegst du halt viel mehr Sachen zusammen. Also größere Mengen. Da sparst du irgendwie ein bisschen was, glaube ich. Na gut, hin danach ist aber auch nicht so. Dann ist, ja, ist es halt einfach nur, dass halt da mehr, dass man es halt ein bisschen einfacher hat, ne? So. Das kommt hier rein. Da habe ich extra den Träger nämlich weg, damit das Zeug nicht eingelagert wird bei der Innen, weil sonst würden sie es gleich verkaufen. Man kann es halt nicht sperren, dass man sagt, nee, ihr sollt da nichts mehr machen. Schnappe es. Na gut, da müssen wir halt ein bisschen Wein investieren immer wieder. Ich mache aber immer so kleinere Mengen hier. So, gut. Das nimmt langsam ein Ende, ne? Aber gebt niemals zu viel in Auftrag, weil sonst ist euer Ofen ewig lang blockiert. Ist ja eher das, was ihr eigentlich machen wolltet, dann kochen könnt. So. Ah, der alte Mann kommt gerade. Dann kann ich nämlich gleich noch befragen. Aber ich glaube, der wird uns auch keine großartige Information geben können. Ich meine, damit wäre es dann auch wieder beendet, ne? Wenn es nicht weitergeht. Ich werde es trotzdem hier weiter mit den Achievements versuchen. Wenn noch sich irgendwas ergeben würde, würde ich mich nochmal einklinken. Aber ja, wie es ausschaut, momentan ist es nicht der Fall. Die läuft eh schon viel weiter voraus. Ich meine, der müsste auch schon eine Weile vorher hergelaufen sein. So, na, er weiß auch nichts, okay. Dann hier könnte man ja jederzeit gehen, ne? Wenn man das wollte, das habt ihr aber schon gesehen. Das habt ihr schon gesehen, ja. Da weiß der Episkop wahrscheinlich auch nichts über Wärter. Und das ist nur so eine beiläufige Sache hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Wärter es gab. 4 oder 5? Oder bin ich der 50? Ja, das wurde mal erwähnt, aber ich habe es mir vergessen. Denke ich an sowas, ne? Gut. Ja. Holz, Holz, Holz. Ja. Holz doch der Teufel. So. Ja, ich überlege jetzt gerade nochmal. Ja gut, der Astrologe könnte noch, aber da bin ich mir auch nicht 100% sicher. Dann würde ich auf diesem Wege eigentlich die Folge wieder beenden wollen. Weil ich halt das gezielt die Tage überspringen kann, ne? Das geht ein bisschen mit Schlafen, aber da wir jetzt eh den Energie-Dinger da haben, dass wir da immer wieder Energie aufladen, ist relativ schwierig. Ah, nochmal überlegen. Es müsste noch mal keiner mehr warten. Flüchtlingslager, wie gesagt, kenne ich China, aber die wissen auch nichts. Also wenn, dann müsste ich ja da wieder mit dem Marquis sprechen, aber der Marquis, der will bloß noch seine Entwicklung hier an mir erzählen, mehr auch nicht. Ja, also hier ist alles am Ende. Ach so, bei denen kann ich Milch holen. Das hätte ich
Hätte mir die Eier gar nicht kaufen brauchen, aber jetzt brauche ich sie auch nicht mehr, weil ich habe jetzt alle Essen, die ich haben will, für das Tiefmensch gekocht. So, was ich auch nicht so ganz verstehe, warum der Zombie immer noch Holz da hin und her trägt, obwohl er es gleich abladen kann. Ja, weil sie doch ein bisschen doof sind, aber okay. Ja Leute, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Projekt. Wie gesagt, ihr habt das Resümee-Spiel schon gehört, also ich kann es ja jedem empfehlen und ja, tschüss, sagt euer Lego.